In Zypern soll laut einem EU-Vorstoß ein milliardenschweres Rettungspaket an eine Zwangsabgabe für alle zyprischen Bankkunden geknüpft werden. Ist das vorbildlich oder der erste Schritt Richtung Enteignung? Also erstens geht es darum, dass eine Summe aufgebracht wird, auch aus Zypern. Die Möglichkeiten sind da, weil es gibt sehr, sehr hohe Bankeinlagen in Zypern, beispielsweise 19 bis 20 Milliarden von Russen. Es gibt hohe Bankeinlagen von Briten. Und es ist richtig, die mit in die Verantwortung zu nehmen. Was falsch ist, sozusagen die sozial Schwachen, die kleinen Sparer, gleichermaßen in die Verantwortung zu nehmen. Und ich glaube, da muss sich tatsächlich etwas verändern. Das muss in Zypern anders verteilt werden. Man kann die, die mehr haben, auch sehr viel mehr in die Verantwortung nehmen als die kleinen Sparer. Renten rauf, Steuern runter, versprechen CDU, CSU und FDP ein halbes Jahr vor der Bundestagswahl. Schön, oder? Ja, das ist typisch. Die Umverteiler sind am Werk. Die haben über Jahre jetzt eine Umverteilungspolitik für die Besserverdienenden gemacht. Sie machen einfach damit weiter. Sie versprechen Steuersenkungen, natürlich überhaupt nicht gegenfinanziert, was es dann bedeutet für die sozialen Sicherungssysteme. Sie versprechen ein Familiensplitting. Sie versprechen weg mit dem Solli. All das nützt den Besserverdienenden, dem Klientel von Schwarz-Gelb. Wir wollen dem etwas entgegensetzen. Wir wollen eine gerechte Verteilung. Wir wollen eine Entlastung der unteren und mittleren Einkommen. Alle unter 60.000 werden mit unseren Vorstellungen entlastet. Wir wollen den Spitzensteuersatz ab 80.000 auf 49% erhöhen. Wir wollen vor allem bei den Abgaben eine Entlastung hinbekommen mit der Bürgerversicherung im Gesundheitsbereich zum Beispiel. Und wir wollen nicht irgendwelche Luftnummern, irgendwelche Pseudos, Placebos, sondern wir wollen ein umfassendes Rentenkonzept mit unserer Garantierente, die 10 Jahre Kindererziehung mit einbezieht, eine steuerfinanzierte Garantierente von 850 Euro, haben wir ein Konzept auf den Tisch gelegt. Aber die Bekämpfung von Altersarmut, die fängt im wahren Arbeitsleben an. Und deswegen brauchen wir einen verbindlichen gesetzlichen Mindestlohn, brauchen wir Equal Pay in der Leiharbeit, brauchen wir das Ende der Frauen, die in der Minijobfalle drinstecken. Nach heute veröffentlichten Zahlen des Friedensforschungsinstituts SIPRI ist Deutschland der drittgrößte Waffenexporteur der Welt nach den Vereinigten Staaten und Russland. Ist das ein Grund, sich auf die Schulter zu klopfen? Es ist überhaupt kein Grund, sich auf die Schulter zu klopfen, denn wir erleben eine ganz gefährliche Aufrüstungsspirale. Aber mehr Rüstung macht ja diese Welt nicht sicherer. Deswegen brauchen wir endlich ein Rüstungsexportgesetz, was deutlich macht, wann überhaupt deutsche Rüstungslieferungen passieren dürfen. Die neue Doktrin von Angela Merkel ist anything goes. Hauptsache, man findet neue Märkte für die deutsche Rüstungsindustrie. Menschenrechte, Nachhaltigkeit, Krisenregionen spielen überhaupt keine Rolle mehr. Sonst könnte man nicht nach Saudi-Arabien und nach Katar Panzer liefern. Wer nach Saudi-Arabien und Katar Panzer liefert, den Hauptfinanziers der Salafisten, die in Mali ihren Terror betreiben, die bei uns in Deutschland übrigens verboten werden sollen, der kann überall und in jeder Situation Waffen liefern. Das ist keine Stabilitätspolitik, sondern das ist kurzfristiges ökonomisches Interesse für die Rüstungsindustrie, aber nicht für den Frieden auf dieser Welt. Joachim Gauck ist der gewollte Präsident. Heute ist er ein Jahr im Amt. Was wünschst du dir noch von ihm? Ach, ich sage erstmal gut, dass wir wieder einen Präsidenten haben. Ich finde gut, dass wir einen Bürger- und Bürgerinnen-Präsidenten haben. Ich finde gut, dass er immer wieder Signale setzt, wie bunt Deutschland ist und welche Probleme dieses Deutschland hat. Es ist gut, dass er sich mit den Angehörigen der NSU-Opfer getroffen hat, dass er sagt, er wird alles dafür tun, dass in diesem Land sich jeder Mensch sicher fühlt und dass Heimat Deutschland eben auch für Migranten Heimat ist. Er hat sich in einem Flüchtlingsheim, in einer Asylbewerberunterkunft über die Situation von Flüchtlingen informiert. Er hat Obdachlose im Schloss Bellevue empfangen und hat Interviews gegeben in Obdachlosen. Das finde ich ein richtig gutes Signal und ich würde mir wünschen, dass er sich deutlich laut einmischt in gesellschaftliche Debatten. Er hat die Fähigkeit und die Gabe einer guten Rede und er findet immer wieder Worte, die ganz, ganz junge Leute genauso wie Junggebliebene ansprechen.